Oftmals, wenn ich mit Leuten, die sich noch wenig mit vermieteten Immobilien beschäftigt haben, spreche, fällt direkt das Thema Mietnomade. Doch wie wahrscheinlich ist das Ganze, dass ich einen Mietnomaden bekomme, beziehungsweise wie kann ich das von vornherein vermeiden? Genau deswegen schauen wir uns heute mal ein Video von Hakan Sitaks Kanal der Immo-Coach an mit dem Titel So haben Mietnomaden keine Chance. Und ja, ich finde es sehr interessant mal zu sehen, wie ein anderer Makler das beurteilt und gibt natürlich da auch einfach mal meinen Senf dazu. Du hast eine oder mehrere Immobilien, um deine Rentenkasse aufzubessern. Du bist also Vermieter und deine Mieteinnahmen sollen natürlich deine Rentenkasse sichern. Und damit das mit den Mieteinnahmen nicht zu einem Fiasko für dich wird, bist du auf gute und pünktlich zahlende Miete auch angewiesen. Wenn auch du auf einen Mietnomaden nicht reinfallen möchtest, dann bleib jetzt an diesem Video dran. Klar, ist natürlich, Mietausfälle macht gänzlich natürlich auch die Rendite auf die gesamte Zeit gesehen natürlich auch irgendwo kaputt. Klar, deswegen, auch wenn eine Neuvermietung ansteht, will man das natürlich alles so schnell wie möglich machen, damit die Rendite auch einfach gesichert ist und die Rate auch einfach zurückgezahlt werden kann. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Immo-Coach. Mein Name ist Hakan Sitak und ich bin selbst Vermieter und zudem Immobilienmakler. Deswegen werde ich immer wieder gefragt, wie man auf keinen Mietnomaden reinfällt. Eins sollten wir festhalten. Mietnomaden sind üble Zeitgenossen, die von einer Mietwohnung in eine andere ziehen und dabei den vorherigen Vermieter hohe Mietschulden auch hinterlassen. Wahrscheinlich nicht nur Mietschulden, sondern wahrscheinlich auch ein paar Geschenke innerhalb der Wohnung. Also je nachdem natürlich, ne, was für eine Sorte man von Mietnomaden hat. Ich denke, es gibt, ja, sag ich mal, die einen, die die Wohnung verwüsten, dann gibt es die einen, die Mietschulden hinterlassen und oder. Ich denke, er spricht wahrscheinlich generell über alle Arten von Mietnomaden, die da irgendwas in irgendeiner Art und Weise zunichte machen. Und oft hinterlassen diese eine heruntergewirtschaftete Immobilie, deren Renovierung oder Modernisierung für Vermieter ja, leider weitere Kosten verursachen. Und laut einer Studie vom Zeitschrift Focus entstehen Vermietern durch Mietnomaden ein durchschnittlicher Schaden von 25.000 Euro je Einzelfall. Klar, weil ich vermute mal, vielleicht nicht immer, aber ich habe schon oft, also wenn ich von solchen Fällen mal gehört habe, dann war das oftmals auch, dass die dann in der Nacht- und Nebelaktion dann einfach abgehauen sind und dann natürlich diversen Hausrat einfach dort gelassen haben. Das heißt, man hat nicht nur die Kosten der Renovierung der Wohnung, sondern natürlich auch noch die Kosten der Entrümpelung, was auch nicht gerade zu unterschätzen ist. Und nach den Gesamtschätzungen entstehen eben Vermietern jährlich ein Schaden von insgesamt 200 Millionen Euro. Und das ist viel Geld. Wahnsinn. Eins sollten wir festhalten. Mietnomaden sind Personen, die ganz bewusst in betrügerischer Weise auch handeln und somit eben den Vermietern einen Schaden hinzufügen möchten. Es gibt sogar unterschiedliche Arten des Mietnomadentums. Und vermutlich hast du ein Bild im Kopf, dass ein Mietnomade immer unter den sozial Schwachen vorzufinden ist. Leider ja. Leider muss man das ganz klar sagen. Das ist, sag ich mal, den Standard, den man jetzt im Kopf hat. Ne? Natürlich, ja, ich sag mal vorsichtig gesagt, der sozial schwache Mensch, der sich einfach nicht so gut benehmen kann, sehr viel Dreck hinterlässt und klar. Die eine Wohnung beziehen, es aber finanziell nicht auf die Reihe kriegen, die Mieten regelmäßig und vor allem eben auch pünktlich zu zahlen. Und sobald die Mietschulden viel zu hoch sind, so dass eine Rückzahlung kaum noch möglich ist und der Druck eben durch dich als ja, Vermieter mit Mahnungen etc. steigt. Stimmt, die Kosten sind natürlich auch oftmals nicht zu vernachlässigen. Ist jetzt auch die Frage, ob das in dem Schaden auch mit drin einberechnet war, weil klar, irgendwann zieht man natürlich auch einen Rechtsanwalt hinzu, weil man sich sagt, okay, ich möchte da jetzt keine Fehler machen, ich möchte alles rechtskonform machen und dann ist natürlich auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter. Zumindest hofft man, dass
der Mietnomade das dann auch so sieht. Ne? Wundersame. Und klar, dadurch entstehen dann auch eben, klar, Anwaltskosten. Preise nach dem Motto Hokus Pokus Verschwindibus, fluchtartig über Nacht die Wohnung einfach verlassen. Ich gebe zu, ja, auch in der sozial schwachen Unterschicht gibt es Mietnummern, vor denen du dich definitiv auch schützen solltest. Dieses zu erkennen ist allerdings um ein Vielfaches leichter als im Gegensatz zu den echten Mietnummern. Denn es gibt die sehr raffinierten, was auch das Mietrecht angeht. Ich denke, diese typische Art, die man oder die meisten von uns im Kopf haben, wo er schon selber sagt, dass man die leicht erkennen kann, er wird wahrscheinlich meinen, dass man die vom Äußerlichen schon, ja, sage ich mal, etwas leichter identifizieren kann. Ne? Klar, man wird dann wahrscheinlich auch, dass sie nicht so, ganz so sauber sind oder vielleicht nicht ganz so, sag ich mal, angenehm gekleidet sind, wird man es wahrscheinlich auch relativ einfach bei den Mietunterlagen dann auch feststellen können, weil die Unterlagen nicht vernünftig oder extrem schlecht ausgefüllt sind oder Sachen unvollständig sind oder irgendwas hingekrakelt ist. Das sind jetzt nur so rein oberflächliche Indizien, aber oftmals ist es so, dass vorsichtig gesagt, eben Leute, die halt kein gepflegtes Äußeres haben und da leicht zu identifizieren sind, oftmals natürlich auch ja, dementsprechende Unterlagen auch vorzuweisen haben. Um diese Art von Zeitgenossen sollten wir uns eher Sorgen machen. Denn diese zu identifizieren und als Mietnomade zu klassifizieren, ist weitaus schwieriger, aber dennoch nicht unmöglich. Denn auf den ersten Blick wirst du diese vermutlich auf Anhieb nicht erkennen können. Meistens wirken diese wie... Na, jetzt bin ich gespannt. Zahlungsfähige Mieter sind gepflegt, gut gekleidet, fahren oft teure Autos und verfügen zudem über sehr, sehr gute Umgangsformen. Diese sind in der Lage, durch ihr Wissen, wie die Mietrechte extrem zu missbrauchen, indem sie jede Lücke, und zwar wirklich jede Lücke im Gesetz, für sich auch ausnutzen. Diese Zeitgenossen sind so gewieft, dass sie es verstehen, jedwede Maßnahme gegen sie über mehrere Monate immer zu verschleppen. Dies können sie mal. Was sich Leute für einen Aufwand machen, um anderen zu schaden, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann hinzu kommt natürlich auch, dass man sich dann, er spricht ja von Leuten, die sich dann auch wirklich mit dem Recht sehr, sehr gut auskennen. Wahnsinn. Spiel, ja. Behauptungen sein, dass Mängel an der Vorwohnung, an deiner Wohnung vorhanden sind, die nach seiner Ansicht ja, zu einer Mietminderung rechtfertigen, beziehungsweise eine Mietminderung in seinen Augen auch rechtfertigen. Oder sie bleiben stehen. Ja, das ist leider auch ganz oft Mietmängel oder Wohnungsmängel. Was ich auch viel halt mitbekomme, wo viel Streitigkeiten drüber sind und es auch leider schon selber mitmachen dürfte, diese ewige Diskussion, was zählt als Mangel, wo man dann eine Mietminderung machen könnte oder sonst was. Klar, weil Wohnungen werden benutzt, es geht mal was kaputt, das ist halt normal. Ne? Das kennt wahrscheinlich jeder Vermieter. Mit ihrer Mietzahlung etwas weniger als 2 Monatsmieten im Rückstand. Und dadurch wird das juristische Vorgehen gegen diese Personengruppe ja, erheblich auch erschwert. Und der Ablauf ist in den meisten Fällen sehr ähnlich. Denn die meisten Vermieter fallen sehr oft auf die Anzugträger, vor allem auf Schwiegermutters Lieblingstyp auch herein. Ist aber auch fies. Weil es natürlich ist klar, von den Leuten, die das offensichtlich vom Äußeren haben, klar, da stellt man es direkt fest. Und klar, die natürlich quasi wie gestriegelt daherkommen, ist natürlich extrem schwierig. Ne? Ich denke mal, da wird er dann auch drauf eingehen. Da muss man natürlich noch viel, viel genauer, oder das ist, sage ich mal, für mich der Beweis, dass man auch eben bei den Mietunterlagen wirklich keine Ausnahme machen darf, dass man wirklich
alles einholt. Ne? Selbstauskunft, Kontaktdaten des vorherigen Mieters ist in dem Fall natürlich extrem wichtig und wirklich sich auch nicht zu schade zu sein, den vorherigen Mieter anzurufen. Dann natürlich eben Personalausweis, die drei letzten Gehaltsabrechnungen oder BWAs. Klar, und natürlich auch die Schufa-Auskunft und das auch wirklich sehr, sehr genau kontrollieren, dass da auch keine Fälschungen ganz einfach vorliegen. Weil wenn man es natürlich nicht am Äußerlichen erkennen kann, da muss man natürlich die anderen Sachen umso mehr, umso gründlicher halt ganz einfach prüfen. Dies können Ärzte, Juristen, angebliche Unternehmer oder auch Angestellte der Handwerker sein. Also alle. Also ich muss gestehen, von Juristen habe ich so von Erzählungen tatsächlich des Öfteren mal vorsichtig gesagt, ja, gehört, dass die sich das ganz gerne, da ein bisschen Stress machen, weil die sich natürlich auch extrem gut dann auskennen mit dem Recht und, aber um Gottes Willen, ich will jetzt keinen irgendwie über einen Kamm scheren, auf jeden Fall, da habe ich es von dieser Berufsgruppe, habe ich es leider am meisten gehört. Und hier solltest du besonders auf die Schufa-Auskünfte, Bankwirtschaften, Gehaltsabrechnungen oder eben auch BWA, sprich betriebswirtschaftliche Auswertung achten, sofern dieser sagt, er ist selbstständig. Was natürlich fies ist, weil wenn man sich da jetzt nicht mit BWAs auskennt, in seinem Leben meistens so eine Gehaltsabrechnung gesehen hat, klar, ist das dann auch nicht einfach. Ne? Da müsste man dann wirklich auch mal jemanden fragen, der sich wirklich gut mit BWAs auskennt, im Zweifel natürlich mal einen Steuerberater fragen. Denn hier kannst du von vornherein davon ausgehen, dass diese Unterlagen gefälscht sind. Und das ist die Art von Mietnummern, auf die du besonders Acht geben solltest. Denn diese handeln in betrügerischer Absicht in Serie. Mach also bitte deine Augen auf und überprüfe alle Angaben und Unterlagen, die der Interessent, also dein Mietinteressent, auch macht. Und der beste Schutz ist, wenn du wie ein professioneller Makler in strukturierter Weise, so wie ich es selbst seit über 12 Jahren auch mache, auch tust. Und hierzu kann ich dir natürlich mein Buch. Ja, es ist extrem wichtig, wie er sagt, halt strukturiert arbeiten, dass man wirklich keine Ausnahmen macht. Ja, also es ist natürlich klar, gerade als privater Vermieter, wenn man natürlich zur aktuellen Marktsituation einfach wirklich zig Anfragen hat, fällt man natürlich schnell in dieses Raster, wo dann einer sagt, ja, das habe ich aber vergessen und das reiche ich nach und dass man das irgendwie dann selber vergisst oder sonst was. Ne? Also dass man wirklich da ganz straight auch wirklich sagt, demjenigen, den ich potenziell als Mieter nehmen würde, da müssen wirklich dann alle Voraussetzungen stimmen und da müssen auch alle Unterlagen dann auch wirklich tatsächlich vorliegen. Dass man da halt wirklich eben konsequent die Unterlagen kontrolliert und auch wirklich, ja, dann sich nicht zu schade ist, jemanden, der sagt, ja, aber das reiche ich ja nach, diese Unterlage oder sonst was, dass man dann auch wirklich sagt, nee, tut mir leid. Also wirklich einen Schneid hat, dann auch wirklich zu sagen, nee, tut mir leid, ich sag mal, höfliche Hartnäckigkeit, ne? Aber dass man da wirklich konsequent einfach hinterher ist. Und ich glaube, dass da natürlich auch viele Fehler passieren können, dass man eben inkonsequent ist. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass wenn man, also viel, was man auch in den Medien oder sowas mal gehört hat über das Thema, dass auch oftmals der Fehler schon alleine ja im Vorhinein passiert ist bei der Auswahl der Mieter. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, da sehr akribisch zu sein. Immobilie selbst vermieten empfehlen. Und das Buch verlinke ich dir hier in der Videobeschreibung. Cool. Hat er sogar ein Buch drüber geschrieben. Was jetzt natürlich extrem interessant ist in Bezug auf das Thema, ist, wie hoch ist denn jetzt wirklich in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Mietnomaden bekommen könnte? Dafür haben wir mal gewisse Zahlen zusammengetragen, die ich euch einmal hier zeigen möchte. So, und haben ja einmal recherchiert, dass die Eigentümerquote in Deutschland bei 46,5% liegt. Das heißt, 46,5% leben in der eigenen Immobilie drin. Insgesamt haben wir 42,8 Millionen
ja, Haushalte oder Gesamtanzahl der Wohnungen von 2020, genau. Und dann haben wir einmal hier von Immobilien-Scout24 hier die Zahl recherchiert von 15.000 Mietnomaden, die geschätzt in Deutschland existieren. Ja, und jetzt möchten wir einfach mal ausrechnen, wie hoch denn jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich einen Mietnomade bekommen könnte. So, wir haben euch das mal hier aufgeschrieben bzw. ausgerechnet und werden euch das jetzt mal dementsprechend einblenden. Also, wir haben 42,8 Millionen Wohneinheiten in Deutschland. Davon ist die Eigentümerquote bei 46,5%. Deshalb, ja, ne, ist die Mieterquote dementsprechend 53,5%. Das heißt, 42,8 Millionen mal 0,535 gleich 22,9 Millionen Wohnungen, die halt eben zur Miete genutzt werden. Ja, die Zahl von Immobilien-Scout 24 oder die geschätzte Zahl liegt bei 15.000 Mietnomaden in Deutschland. Das heißt, 15.000 geteilt durch 22,9 Millionen ergibt gleich 0,00066. Das heißt 0,066% an potenziellen Mietnomaden im Verhältnis gesetzt zu den Wohneinheiten, die zur Miete genutzt werden, von 22,9. Das bedeutet, es existiert eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1515, dass ich einen Mietnomaden bekommen könnte. Also das heißt, wenn ich beispielsweise 1515 Wohnungen besitze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich einen Mietnomaden dabei habe. Ganz ehrlich, ich persönlich habe das wirklich höher eingeschätzt und finde, dass das meistens natürlich gerade durch die Medien, ehrlich gesagt, viel, viel breiter ausgetreten wird, als es in Wirklichkeit ist. Liegt natürlich auch, muss man auf fairerweise sagen, daran, dass es natürlich eine sehr schlimme Sache ist, wenn wirklich jemand nicht die Miete zahlt, die Wohnung verwüstet. Das ist natürlich für einen Vermieter wirklich das Worst Case. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt hättet. Ich persönlich hätte gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. 0,066% ist schon wenig, ist noch nicht mal 1%. Würde mich mal interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.